Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Deep Space Nine The Fallen. In der letzten Folge waren wir mit Major Kira auf Bajo unterwegs gewesen und haben es dann auch geschafft, von dort quasi zu fliehen, nachdem die Basis angegriffen wurde. Und sind jetzt wieder auf DS9 angekommen, um mal zu sehen, was uns jetzt erwartet. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Und solltet ihr Lust haben, könnt ihr gleich auch mal ein Däumchen nach oben und ein Kommentar da lassen. Das hilft mir sehr. Danke. Nerys, ich hoffe, dass ihr Captain meinen Brüdern helfen wird. Ich bin überzeugt, dass wir die geeignete Rolle der Paargeister für die Zukunft Bajors vergraben in den Tempelruinen auf Hierado finden werden. Die Antwort liegt in den Drehkörpern der Paargeister. Kai Winn fürchtet die Entdeckung, die wir machen könnten. Das ist der einzige Grund, dass sie allen Bajoranern verboten hat, die Mine und den Tempel zu betreten. Auf der Defiant werden intensive Reparaturen vorgenommen. Sie wird für mindestens 2 Tage nicht einsatzfähig sein. Ja, genau. Wo wir nämlich auf Bajor unterwegs waren, waren Sisko und Worf auf Mission. Worf musste die Defiant wieder zurückerobern, und Sisko war zu einer Rettungsmission unterwegs. Major, ich habe da etwas. Ich habe im Archiv von Memory Alpha einen Bericht eines Aufklärungsschiffes gefunden, das an der romulanischen neutralen Zone entlang patrouilliert. Die Spezies, die uns und das bajoranische Forschungsschiff angegriffen hat, sind die Grigari. Es sind Scavenger und Piraten aus den entlegenen Teilen des Beta-Quadranten. Ich habe einen vollständigen Bericht auf ihr Pad geladen. Das ist aber sehr freundlich. Major, der Techniker, der die Leichen entdeckt hat, steht immer noch unter Schock. Verständlich. Okay, danke für die Info. Turbolift. Ausgang? Promenade? Ja, nehmen wir. Diese Turbolifte haben keine Türen? Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Eigentlich hatten die doch alle Türen. Gut, wir können jetzt uns ein wenig auf DS9 umschauen, wenn wir das möchten. Aber wirklich viel gibt es für uns hier nicht zu tun. Die wenigsten wollen mit uns sprechen. Ich habe Gerüchte gehört, dass Sie eine Reise zu dem alten bajoranischen Tempel auf Hierado machen möchten. Sie sollten wissen, dass ich Kunden habe, die jede Summe für seltene bajoranische Artefakte zahlen würden, die dort vielleicht herumliegen. Als Mittelsmann erwarte ich lediglich einen bescheidenen Anteil. 40%. Denken Sie darüber nach. Möge die Weisheit des Profits Sie lenken. Na, dankeschön. Können wir hier wieder raus? Nein, können wir nicht. Wir müssen da raus, wo wir reingekommen sind. Ach, der gute alte gesprächige Morn. Ja. Ah, er ist immer so gesprächig. Auch in der Serie. Er sagt eigentlich nie wirklich was. Warte mal, Odo? Major, ich habe die DNS-Profile der toten Cardassianer zur Identifikation nach Cardassia Prime geschickt. Ich finde ja, in Elite Force ist es ein bisschen besser gelaufen bei den Gesichtern und bei der Ausleuchtung. Das haben sie hier ein bisschen... Naja. Persönliches Computer-Logbuch-Nachtrag. Nachdem wir Obernacks Version der Geschichte gehört haben, hat der Captain beschlossen, die Außenmission zum Tempel auf Hierado zu leiten. Er sagt, er hoffe dort die Antwort auf die Albträume zu finden, die ihm in letzter Zeit keine Ruhe mehr lassen. Ich weiß, er hat als Abgesandter viel durchgemacht, aber ich fürchte, aufgrund des Krieges und dieser Visionen, die ihn ziemlich mitgenommen haben, könnte er sich in größerer Gefahr befinden, als er zugibt oder ahnt. Ja, alles ein bisschen rudimentär hier im Storytelling. Jetzt müssten wir eigentlich auch Licht haben, oder? Ja, wir haben die Lampe dabei. Armbandleuchte. Aber wie funktioniert die jetzt? Irgendwie, nein. Ah, das muss ich irgendwann mal raussuchen. Okay, da sollten wir tunlichst nicht reinmarschieren. Denn sonst geht es uns wie dem, der da liegt. Decks an Außenteam. Ein bajoranisches Angriffsschiff und ein Impulsschiff nähern sich. Keines der beiden Schiffe antwortet auf unsere Rufe.
Wir vermuten, dass es sich hierbei um dieselbe Kaltan-Gruppe handelt, die Obernax Kloster angegriffen hat. Commander, aktivieren Sie die Schilde, aber halten Sie Abstand. Aye, Sir. Oh. Außenteam, das Angriffsschiff ist im Orbit. Sie beamen Truppen an ihren Standort. Okay, da kommen wir nicht durch. Da brauchen wir eine Karte, die wir noch nicht haben. Deck, benachrichtigen Sie die Station und die bajoranische Regierung, dass wir angegriffen werden und sofortige Hilfe benötigen. Außenteam, machen Sie Ihre Waffen feuerbereit. Machen Sie schnell, wir haben noch etwas zu erledigen. Gott, die Viecher halten ja massig aus. Also die Gegner, die hier sind schon ganz schön happig. Ah! Nein? Ja auch. So. Ja, wir haben dich erwischt. Dex Bericht. Major, wir haben der Station und der bajoranischen Regierung vom Angriff der Kaltan berichtet. Verstärkung ist unterwegs. Bestätigt. Kira nee, Ende. Geht nicht. Manchmal kannst du ja auch Sachen kaputt machen. Wenn oben links dieser... Wow. Wie schon wieder. Wenn oben links der Kommunikator angezeigt wird, kriegen wir... also können wir auch kommunizieren. Das gibt uns immer wieder mal ein paar kleine Infos. Okay, wir haben eine rote Karte. Die müsste eigentlich genügen. Lassen Sie die Waffe. Ah! Was ist das? Oh. Alter. Okay. Das macht nur alles kaputt. Hm. O'Brien? Chief, ich bin im Operationszentrum. Einige Umgebungssysteme funktionieren noch, aber ich habe... Sie brauchen eine Passierkarte für das Operationszentrum, um die Konsolen zu entsperren. Bestätigt. Kira Ende. Ah ja. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ich sehe hier... Null. Aber bestimmt gleich wieder ein paar Gegner. Ja, wir müssen wirklich tatsächlich jedes Mal die Konsole nutzen. Ich weiß nicht, die Musik ist teilweise so, auch wenn eigentlich keine Gefahr droht, klingt sie so... Als gäbe es gleich Ärger. So, da. Jetzt ist es offen. Dann können wir da durchstiefeln. Dann machen wir das. Ach, das sind die Viecher. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, meine Munition geht langsam aber sicher sehr schnell flöten hier. Jetzt sind wir da bei der... Wow. Oh, gleich zwei Stück, ne? Bei einem Gegner geht's immer noch. O'Brien, Bericht. Bisher keine besonderen Vorkommnisse, Major. Wie, war da nichts drin oder habe ich es noch nie aufgehoben? Ja, ne, da haben wir keine Karte für. Na, guck mal hier. Ein Hypospray. Ist nie verkehrt. Es wird, glaube ich, immer... Wow! Das meine ich. Das ist das, was das Spiel manchmal so schön unfair macht. Da. Ja, jag dich ruhig in die Luft. Hallo? Ey! Diese Musik. Du denkst, gleich geht die Party hart los und dann nix ist. Na komm. Also bei einem Gegner kann ich den Phaser noch nutzen, aber ab zwei Gegner ist das Phasergewehr besser. Oh Gott, ich weiß noch, ich habe früher mal rauf und runter die Demo gespielt. Als ich das Spiel noch nicht hatte. Ach. Ladezone, okay. Nee. Habe ich falsch gedacht.
Ich muss sagen, mit der Mod sieht es schon ganz nice aus. Hier war ein Shuttle. Das feindliche Schiff hat den Zugangspunkt zur unteren Linie zerstört. Ich kann das Ziel nicht erreichen. Ach, das ist nur... Lassen Sie die Waffe fahren. Es gibt einen Hilfsschacht, der die untere Mine mit dem Tempel verbindet. Der Schacht liegt außerhalb der Basis. Wo kamst du denn jetzt bitte her? Bestätigt. Kira Ende. Ich wollte mal gucken, kommen wir hier vielleicht mit der roten Karte trotzdem durch? Nix ist. Kehlen, einige Sektionen der Einrichtung sind abgesperrt. Für diese Sektionen werden Sie Zugangskarten benötigen, Nerys. Verstanden. Hier zum Beispiel. Stimmt, mit Cisco sind... Programm wird ausgeführt, ja... Achso. Genau das meine ich. Wie hinterfotzig ist das? Ah, guck mal hier. Ein Induktor. Den werden wir später noch brauchen. Ja, und schon wieder ein Gegner. Ohne Vorwarnung. No. So, Kärtchen. So. Das ist immer so unfair. Also Fairness ist in dem Game nicht groß geschrieben. Auch wenn ich mich da wiederhole. Na? Haben wir dich jetzt? Ja. Sieht tot aus. Na komm, da hoch, Kira. Okay. Okay, welcher Bereich ist... Oh. Ja, der wird uns nichts bringen. Na? Also da weiß ich, da kann ich direkt zum Phasergewehr wechseln. Es ist ja wenigstens schön, dass die... Na, sag mal. Also... Spiel? Ah ja, weil der wahrscheinlich dazwischen liegt jetzt, oder? Na, schöne Scheiße. Warte mal. Ah, ah. Unschön. Ja, wahrscheinlich, weil der Gegner jetzt da lag. Genau in der Luke. Okay, anscheinend trotzdem. Also, du musst hier wirklich, sobald ein Gegner kommt, aufhalten. So, wo ist er denn jetzt? Da. Ah, oh, und die ganze Phaser-Energie ist weg. Gewehr. Phaser-Gewehr, Energie. Ist hier irgendwo was? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte man so liebenswürdig sein? Und... Ja, toll. Minen. Und liebe Gegner, ihr könntet ja auch mal was fallen lassen. Chief, der Eingang zur Wissenschaft ist eingestürzt. In der Nähe gibt es einen Phaser-Bohrer, aber jemand hat den Isotolinium-Induktor entfernt. Ach, da. Major, solche Induktoren sind ein üblicher Bestandteil bajoranischer Technologie. Es müsste in der Basis irgendwo ein Ersatz zu finden sein. Ja, irgendwo ist immer gut. Na komm. Ja, Rödel, Rödel, Rödel. Okay. Ja, genau. Natürlich. Ja, geh mal weg. Mal schauen, was hier ist. Ein kleines Vorratslager. Okay, das ist nett. Hyperspray. Und ich glaube nochmal Hyperspray, oder? Ja. Das Phasergewehr war leider natürlich nix. Oh, warte mal. Da.
zum Glück habe ich nochmal geguckt. Das meine ich, das Spiel ist manchmal so scheiße ausgeleuchtet. Zwei Zellen ergeben 300 Energie, das ist gut. Haben wir hier noch irgendwo was? Nö, negativ. Manchmal liegt hier irgendwo auch mal links und rechts was. Und man möchte ja nichts verpassen. Aber ich finde auch, das Spiel spielt sich eigentlich recht flott. Okay, dann gucken wir gleich mal hier. Ist hier was? Nö. Naja, hätte ja klappen können. Aber das wäre ja zu schön gewesen. Das war der Wunsch. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Genau, da war der Vater der Wunsch des Gedanken. Ach komm, ist auch egal. Halt die Klappe, mach weiter. Okay, es hat keiner mitgekriegt. Aha. Oh, maximale Menge. Oh, das ist kacke. Das ist kacke, sowas. Wow. Sieht fragil aus, aber es... Müssen wir da rein? Ich bevorzuge es, da noch nicht reinzuspringen, wenn es möglich ist. Oh, hat nicht gereicht. Ich habe eine ganze Ladung auf den verballert und trotzdem ist er nicht down gegangen. Na, war ja klar. Oh. Okay. Ah, nee, erstmal hier reingucken. Oh. Kira und Shuttle, ich habe den Tempel erwischt. Es ist einfach unglaublich. Okay. Dann gucken wir halt erstmal hier rein. Bevor wir zum Tempel gehen. Aha, siehst du, sag ich doch. Lebensenergie. Was ist das? Minen? Das sind Minen gewesen, glaube ich. Gravitonenminen. Ach komm, ey, ganz ehrlich, seit wann brauchst du hier Minen? Die bringen dir nicht viel. So schnell kannst du teilweise, so flink wie die Gegner sind, kannst du teilweise gar nicht überhaupt irgendwelche Minen ablegen. Also das kann man sich auch so ein bisschen schenken. Aber na gut, wird sich bestimmt jemand, der schlauer ist als ich, was bei gedacht haben. Ganz bestimmt. Da hält doch was. Da. Ah. Gut. Müssen wir hier irgendwo durchkriechen? Nein. Ich glaube nicht. Wir müssen aber... Ah, ich kenne mich doch. Ich kenne mein Glück. Ich speichere lieber mal ab. Hä? Oder war das nur, damit wir hier irgendwie hochkommen? Na? Ja. Okay. Na gut, dann halt so. Ach, wirklich? Wow. Du schon wieder. Hat sogar gereicht, sehr schön. Ah, so ein Rätsel ist das. Moment. Einmal dieses, dann die zwei halben. Einmal dieses. Dann die zwei halben. Und... Ach, hör mal auf zu wackeln. Dann dieses komische und dann... Und tada! Ja. Zum Glück, die Rätsel sind jetzt oft nicht ganz so anspruchsvoll. Hör ich doch was? Ja. Habe ich beide erwischt? Scheint so. Was haben wir denn hier?
Ah, guck mal. Nee. Da. Ah! Ja, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Als ob. Drücken kann ich die nicht, also muss ich wahrscheinlich vorher erstmal irgendwas aktivieren. Okay. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Na, siehst du, genau das meine ich. Wie arschnasenunfair ist das denn eigentlich? Eine Mine an der Wand. Okay, ihr könnt euch erstmal gegenseitig behaken. Dann schauen wir uns hier um. Siehst du? Weit und breit keiner. Und auf einmal kommen sie. War hier oben noch wer? Ach, da oben die Statue. Ach, da komme ich gar nicht so hin. Dann müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie so links, rechts rum. Gehen wir erstmal. Warte mal, was war da? Da! Wie? Also. Gut, wenn du es weißt, dass so ein Quatsch passieren kann, dann bist du auch vorsichtiger. Dann geht es halbwegs. Aber immer hilft es halt doch nicht. Schön alles verminen, ja. Riecht. Ah! Ah, da hinten. Sie haben die maximale Menge. Jetzt habe ich nicht mehr die maximale Menge. Alles klar. Ja, natürlich. Damit ich dann auch schön gleich meine frisch erworbene Energie am besten. Am besten schön gleich wieder aufbrauche, ne? Danke, Spiel. Äußerst fair. Stirb, Ketzer! Warten! Jetzt fick dich. Na, endlich. Oh. Wie ich es hasse. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Schon wieder eine Mine. Na klar. Ihr wollt es mir echt mit Minen so ordentlich geben, ne? In der Hoffnung, dass ich... Okay, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich aus Dummheit da irgendwie reinrenne. Dann noch ein paar Minen für mich. Nochmal was fürs Phasergewehr. Oh, jetzt haben wir es wieder voll. Das ist gut. Gut, da oben waren wir jetzt. Moment, hier sind wir rein. Dann müssen wir die Treppe Rinski hoch. Ah ja. Machen wir schön den Drücker hier. Jetzt müssen wir den Spaß auf der anderen Seite auch nochmal machen. Alles klar. Gut, dann machen wir das jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Ja. Ja, vielleicht sollte man auch zur richtigen Tür rausgehen. Da kommt doch bestimmt gleich noch einer. Aber erstmal schön hier hinten gucken. Hm, was haben wir denn hier? Ah, noch so ein Vieh. Na klar, versteck dich doch. Feige Sau! Ah, echt noch nicht? Naja, okay, wenigstens kriegen wir ein wenig Munition nach. Hier haben wir wahrscheinlich wieder die maximale Menge. Gut, heilen wir uns einmal. Dann soll das auch soweit in Ordnung sein. Lebenszeichen optimal. Oh, schon wieder so einer. Hey, wir können natürlich das Spielchen auch so mal... Ah. Oh, oh, jetzt will er aber angreifen, du.
Na komm, komm raus, trau dich. Ha. Hast du gedacht, dass ich für dich jetzt Phaser... oh Mann, Phaser-Gewehrmunition verschwende oder wie? Nee, nee, Freund. So nicht. Na? Hat's gereicht? Ja, hat gereicht. Sehr schön. Na, manchmal klappt's. Aber nur manchmal. Schon wieder Minen. Wow. Hier mit euren Minen hier. Lohnt sich's? Ah. Schon wieder Minen. Maximale Menge habe ich schon. Okay, gut. Soll mir recht sein. Ah! Stirb! Mann, stirb doch einfach! Ah. Ich habe gesagt, du sollst sterben. Verdammt, ich bin hier ein Major. Oh, hier gibt es gar nichts zu holen. Dankeschön für gar nichts. Dann müssen wir jetzt hier die Treppe hoch. Tüdü. Dann müssen wir jetzt in der Mitte reinkommen. Genau. Ah, wieder ein großes Rätsel. Da werden wir nie drauf kommen, was das sein könnte. Wow. Noch wer? Nee? Danke. Achso, da. Mhm, okay. Also, dies ist das. Wo haben wir es denn? Einmal. Dieses. Dann, was glaube ich, dieses. Dann die Hälften und dieses komische andere. Dann die Hälften und das komische andere. Keine Ahnung, wie man die nennen möchte. Oh, jetzt aber, komm. Ja, geht doch. Alles klar, Freunde. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir Schluss für heute. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.